Ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Forbidden Memories für die PS1. Yo! Im letzten Part bei Isis hängen geblieben, aka Ishizu, aka Blöde. Hier mögliche weibliche Beleidigung einfügen. Hatten gegen sie verloren, danach hatte ich komischerweise keine Lust mehr, aber heute machen wir weiter. Und heute schaffen wir sie auch. Hoffentlich. Sieht schon mal gut aus, das Ding haben wir gewonnen. Donnerdrachen. Den doppelköpfigen Donnerdrachen. Pluto. Damit haben wir gegen alle ihre Monster vom Neptun einen Sternzeichen-Bonus. Heißt das so? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Dann schmeißen wir nochmal den Pumpkin ins Ring. In den Ring. Entschuldigt mein schwaches Deutsch. So. Ein Pluto-Monster wird keiner über 1,8 haben. Wie bitte? Ich wusste nicht, dass sie den doppelköpfigen Donnerdrachen als Einzelkarte hat. Das ist, glaube ich, ihr stärkstes Monster. Okay. Dann wollen wir mal schauen, wie wir jetzt... Ja, Wasserdrachen. Sie hat natürlich wieder alle ihre besten Karten auf der Hand. Aber das hält uns nicht davon ab, einen zweiten doppelköpfigen Donnerdrachen zu beschwören. Und jetzt haben wir auch schon das Spiel praktisch gewendet. Das sollte jetzt nicht mehr das Problem sein, hier zu gewinnen. Jetzt machen wir hier ihr 1000 Schaden noch was. 1050, um genau zu sein. Dann jetzt nochmal 2,8. Dann ist sie noch bei 41,50. Also gar kein großes Thema jetzt. Da wird sie uns jetzt auch nicht mehr besiegen können. Es sei denn, wir spielen Regeki und haben das Ding damit in der Tasche. Hätten natürlich auch alles andere spielen können. Aber er hatte gerade mal Lust drauf. Hat sie auch nicht anders verdient. Und haben so gegen Ishizu gewonnen. Weiß gar nicht, was daran so schwer ist. Drachenschatz? Drachenschatz ist die Ausrüstungskarte, ne? Sehe ich das richtig? Ich hoffe, die heißt hier auch so. Wie konnte ich verlieren? Meine Kette, hätte sie gesagt. Aber was, meine Belohnungskette? Sie wird in eine Karte gezogen. Genau das wird sie. Und da haben wir das Ding auch so. Wir sind im Finale. So, Laden verlassen. Und kommen wir ins Finale des Kaiba Corporation Turniers. Tja, das war's. Unsere Finalisten sind der großartige Kaiba und der ungeschlagene Yugi. Ha, ich wusste, dass ich gegen dich kämpfen würde, Yugi. Das Hemd, was er hat, das ist mies. Richtiges Virushemd, Junge. Mein Millenniumstab ist das letzte Artefakt. Aber er flüstert mir zu, dass ich dich vernichten soll. Yugi, jetzt wirst du verlieren. Ja, genau. Es ist, ich glaube auch, dass man damit den Donnerdrachen erhöhen kann. Deswegen denke ich mal, Gebirge Regeki. Gebirge würde ich mir nochmal vorbehalten. Die kann ich auch noch alle brauchen. Feuermonster. Wassermonster braucht man auch immer mal. Donnermonster gebrochen. Der kann weg. So, versuchen wir es mal gegen Kaiba. Im Finale des Kaiba Corporation Turniers. So, ich habe gerade das Mikro ein bisschen gedreht. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich könnte jetzt gleich den... Na... Dschungeldrachen rufen. Aber ich heb ihn mir mal auf.
Denn ich hätte gern noch die Chance auf den doppelköpfigen Donnerdrachen. Denn 2-1 haben wir gesehen in den letzten Kämpfen. Ist in diesem Turnier nicht allzu viel. Da hat der Sonne weißer Drache. Gut. Drachenzombie, Felsendrache, Dschungeldrache. Wir müssen jetzt auf Doppelköpfigen mit Drachenschatz hoffen. Gebirge reicht ja nicht aus, denn er hat ja selbst noch einen Drachen und der würde ja dann den Boost auch bekommen. Raigeki auch optional. Die Sache ist, wir haben nur noch 5000 Lebenspunkte. Und er hat einen weißen Drachen. Den Doppelköpfigen haben wir parat. Hilft uns leider nichts. Jede Kombination Drache-Pflanze, Drache-Zombie, Drache-Wasserdonner würde alles funktionieren, aber den Pumpkin können wir spielen. Neptun, damit ich hier den Vorteil bekomme und seinen Flammensperber, was auch immer das für ein Wort ist, besiegen kann, damit sein Damage-Potenzial für diese Runde jetzt auf jeden Fall erstmal sinkt und wir aber immer noch den Donnerdrachen als Möglichkeit haben. So, das sollte es denn gewesen sein. Doppelköpfigen Donnerdrachen können wir spielen, aber wir haben halt keine Chance gegen Sonne anzukommen, denn wir können den Mond nehmen, dann haben wir die Schwäche sogar noch. Und ich versuche mal jetzt, diese Runde können wir ja noch überleben. Also Drachenschatz Raigeki wäre optional eine Möglichkeit, wäre aber trotzdem der wahrscheinliche Verlust dieses Duells, weil er ja dann natürlich Monsterspiel muss, was 800 hat. Drachenschatz, da ist es. Ja, keine Fehler. Ey, was für ein Glück. Was für ein Glück. Ich habe Angst zu greifen und die Falle auszulösen, wenn das macht. Ne, jetzt. Ach so, den Sonnenvogel von Crimson da. Flammender Phönix. Er hat auf jeden Fall keinen Bannkreis. Und wir versuchen es mal. Spiegelkraft gibt es hier nicht. Das heißt, mein ganzes Feld wird er nach einem Angriff nicht auslöschen können. Ich probiere es aber einfach mal. Damit den Vogel, was kommt? Es kommt keine Falle, okay. Man muss auch wissen, die Fallen werden automatisch ausgelöst. Man kann sich nicht entscheiden oder sowas. Und deswegen dachte ich, wenn es nämlich die wie auch immer die Vernichtung da heißt, wäre sie bei diesem Drachen schon ausgelöst worden. Und dann hätte ich den weißen Drachen trotzdem zerstören können. Das war ein bisschen Angst, wenn man ehrlich ist. Aber jetzt sollte alles gut sein. 3-1, nee, das reicht nicht. Ich gehe von aus, dass es der Felsendrache ist. Oh nein. Oh fuck. 600 noch. Ich dachte, es ist der Felsendrache. Den hätte der Doppelköpfige ja nicht besiegen können. Ja, jetzt hänge ich fest. Ich spiele einfach mal erstmal Flammenzerberus. Weil ich jetzt nämlich ein Mond mit 3000 wäre in Ordnung. Ach, es ist Ushimajin. Heißt doch einfach nur Kampfochse. Naja.
Kaiba ist schon nicht einfach. Und das ist ein knappes Spiel. Aber jetzt können wir ihm wieder ein bisschen Schaden zufügen. Und wenn wir das jetzt irgendwie so halbwegs runterticken. Ich hätte noch einen Doppelköpfigen im Angebot. Aber wir belassen es mal dabei. Moment mal kurz. So. Wir lassen es kurz dabei. Und ich spiele jetzt einfach nur Monster Walus in... Was war das gerade? Es ist aufgehangen. Komisch. Ja, was wollte ich sagen? Ich glaube, ihr habt schon verstanden. Ich spiele jetzt einfach so lange Monster Verteidigung, ergreift mich an. Ich verliere aber keine Lebenspunkte. Greife mit dem Doppelköpfigen an. Und dann ist das Ding auch gegessen. Ich könnte natürlich jetzt die besiegen. Machen wir das mal. Mit dem anderen angreifen werde ich aber nicht, weil 1300... Dann bräuchte ich den Monster mit 2000, hätte ich verloren. Und so, das geht ja nun nicht, ne? So, aber nächste Runde können wir das Ding dann fertig machen. Außer er hat... Was? Wieso hat er das... Kaiba hätte gewonnen. Hätte er das vorher gemacht, wo er noch seinen weißen Drachen hatte. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Absolut nicht. Weil er sich jetzt, wie heißt sie? Schattenzauber. Wie sie hier heißt, habe ich nicht gelesen. Tut mir leid. Da hätte er doch, als ich den mit den 3-3 hatte, da hat er auch die Karte, da hätte er die aktivieren können, hätte er mich besiegt. Noch in der Runde. CPU, ne? Kriegen wir Sogen. Klasse brauchen wir zwar nicht, aber was soll's. Ha, das kann nicht sein. Ich, geschlagen von diesem Amateuren. Wenigstens war es nicht Joey Wheeler. Was zum, das Licht zu grell. Ein Artefakt, es wird von der Karte absorbiert. Jetzt habe ich alle Karten mit den Millenniums-Artefakten. Ja. Irgendwas passiert da. Knöll. Du bist der beste YouTuber, den wir je gesehen haben. Danke, danke. Gar kein Problem. Knöll. Wie schon bereits gesagt, bist du der allerbeste YouTuber, den wir je gesehen haben. Bedankt euch bei diesem... Ja, bedankt euch bei mir. Bedankt euch einfach bei Knöll. Yugi, ich glaube, dieser Junge ist, was ihr einmal sein werdet. Richtig. Yugi ist, nämlich der... Wie hieß das? King of Duelists, Meister der Karten, König der Spiele und Knöll und Yugi ist das, was ich jetzt schon bin. Ja, also Yugi wird das werden, was ich schon längst bin. Und wenn Yugi der Meister der Spiele ist, was bin ich dann? Hä? Und warum habe ich denn wohl einen Let's Play-Kanal? Jungs, ich will es ja nicht sagen, aber offenbar will das Spiel uns etwas sagen. Er hat die Artefakte in Tempeln, in verschiedenen Teilen des Reichs versteckt. Prinz Knöll. Wieso steht da Prinz mit CE, Junge? Ihr müsst die Millenniums-Artefakte finden. Und sie für alle Zeiten vernichten. In den Ruinen findet ihr Hinweise auf das versteckte Artefakte. Ja, ja. Meine Zeit ist gekommen. Ich habe getan, was ich konnte. Mein Körper ist verbraucht. Alles liegt an euch. Hoffentlich habt ihr erfüllt. Öffentlich. Öffentlich haben wir das. So.
Ich hab sie geschafft. Das sieht aus wie die Ruine eines Tempels. Keiner da. Ach, das ist die unser alter, ne? Tal der Könige haben wir zur Auswahl. Ruhmeschreie. Und Metropolis. Ich möchte gerne Metropolis. Wir können oben rechts nicht hingehen. Egal. Ich speichere ab. Scheißegal. Alles zerstört. Hier ist niemand. Na klasse, wo kann ich jetzt speichern? Duellierplatz? Keiner da. Hey, Knöll! Wow, du lebst? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wiedersehe, Knöll. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich war wirklich überrascht, als ich erfuhr, dass du ein waschechter Prinz bist. Schön, dich zu sehen. Ich hätte nie gedacht, dass du noch lebst. Knöll! Hier seitdem verschieden... Seit deinem Verschwinden viel geändert. Die Zeiten sind schlecht, aber es gibt immer noch Duelle in einem geheimen Ort. Komm mit, ich bringe dich hin. Gehen wir. Ach, jetzt wahrscheinlich oben rechts dahin. Wir sind da, das ist unser neuer Duellierplatz. Knöll, die Magier wollten unbedingt wissen, wohin du geflohen. Warum wird wollten unbedingt zusammengeschrieben, Jungs? Als wir sagten, wir wüssten es nicht, haben sie unseren alten Duellierplatz zerstört. Deshalb haben der Besitzer des Kartenladens und ich den Duellierplatz hierher verlegt. Knöll, du lebst! Ja, genau, Thea. Was da hattest du erwartet? Knöll lässt sich nicht erwischen. Es ist ein wahres Wunder, dass du ihnen entkommen bist. Ja, diese Kerle haben die ganze Königreich unterworfen. Sie tun, was sie wollen. Kontrollieren alles. Sie beherrschen irgendeine seltsame Magie. Ja, sie haben auch Zauberstäbe, ne? Da kann man nur erwarten, dass sie auch ein bisschen Magie... wie wäre es mit einem Duell? Das ist doch immer noch besser, als Trübsal zu blasen. Mit Jono duellieren, mit Theana duellieren. Das machen wir mit beides offscreen. Brauchen wir ja nicht sehen. Ja. Bis gleich. So, haben wir da ein paar Kämpfe gemacht. Gespeichert. Alles drum und dran. Gucken jetzt mal weiter. Tempelruinen. Das war's wohl. Tal der Könige. Ah, wer ist da? Nur wenige fragen sich in den Tal der Könige. Verschwinde. Nein, mein Prinz, du lebst. Ich bin Sardin. Seit vielen Generationen bewacht meine Familie dieses Tal. Ich versichere dir, dass ich Haishin von hier ferngehalten habe, mein Prinz. Es tut mir leid, was mit dem Pharao und der Königin geschehen ist. Das Böse hat sich dieses Land bemächtigt, aber nun, da du noch lebst, gibt es wieder Hoffnung für alle. Ja, gehen wir mal dahin. Die Gebeine des Pharaos und der Königin sind nicht hier. Ich fürchte, das würde Haishin nicht erlauben. Willst du sonst noch was? Ja, dann halt das, ne? Es tut mir leid, aber ich war noch nie dort. Niemand weiß, welcher Gang wohin führt. Wirklich weiß ich nicht, wo sie ist. Tut mir leid, mein Prinz. Ehrlich. Wir können uns zwei Sachen aussuchen und beide davon klappen nicht. Ja, toll. Wofür brauche ich dich überhaupt, Junge? So, hier gab es ja nichts. Dann gibt es hier noch großer Schrein. Mal schauen. Das ist ein geweihter Tempel von Meister Haishin. Er ist nicht für Ungläubige gedacht. Klasse, aber dann müssen wir doch jetzt was machen. Pharaonenpalast. Schauen wir mal rein. Da war ich jetzt noch nicht. So, keiner da. Ja, gehen wir rein, ne? Alles wurde zerstört. Wer bist du? Hier darf niemand rein, raus, verschwinde. Hier kriegst du jetzt erstmal ein Duell, Digga. Ja, klasse, wir kriegen immer noch so eine Wack-MC-Monster. Aber den machen wir jetzt noch. Und das sollte denn für diesen Part reichen. Haben wir immerhin das Turnier gemacht und hier nochmal ein Duell. Und ja, ne, so Zeugs halt.
Nekugal 2? Ich weiß gar nicht, wie Nekugal 1 geht. Wenn überhaupt. Ich glaube aber, die gibt's ja hier. So. Okay, was hat der für Monster? Oh, Jiraigumo schon wieder. Was soll die Scheiße? Der kann von Glück reden, dass ich diese Runde den Doppelköpfigen hole. Hat er nicht anders verdient. So, da kann uns Jiraigumo dann auch erstmal nichts mehr. Und ich weiß nicht, ob er ein stärkeres Monster als 2,8 hat. Gucken wir mal. Ich glaube aber eher so, dass das war. Das sollte in der Kampf auch schon gewesen sein. So. Holen wir den Flammcerberus. Denn Kagemusha der Flamm zählt nicht nur als Kriegermonster, sondern auch als Feuermonster in gewissen Fusionen. Es ist wichtig zu wissen, ja? Aber bei mir lernt man ja nie aus. Gibt ja immer so die ein oder andere Info von mir. Ich habe nämlich auch einen Bildungsauftrag, aber das habe ich ja, glaube ich, im letzten Part schon erzählt. So, gucken wir noch. Wir könnten Bohnenkrieger machen. Wir können aber auch Königin Herbstlaub. Wie? Das verwundert mich. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Dann müssen das wohl zwei weibliche Typen sein. Das heißt tanzender Elf. Ach nee, tanzender Elf ist ja gar kein Krieger. Mein Fehler. Wie gesagt, Bildungsauftrag, ne? Man sieht's ja. Na, das klappt nicht. Wir können Dschungeldrachen machen auf einem Unweg, aber das lohnt alles nicht. Bohnenkrieger muss nicht sein. Oh, das reicht sogar aus. Haben wir nochmal Glück gehabt. Hätte ich nicht gedacht, warum wir da einen Bonus bekommen. Aber was soll's. So, da ist der Kampf auch gemeistert. Mal sehen, was der noch so sagt. Und dann gehen wir auch zum Speichern hier nach und gucken dann weiter. Kuribu. Nett. Braucht zwar kein Mensch, aber nett. Du kennst deine Karte gut, mein Junge. Ich habe dich unterschätzt. War mal Simons Zimmer. Durchsuchen. Knöll findet alte Schriftrolle. Eine Karte zu den verbotenen Ruinen. Da-da-da-da. Diese Karte führt mich zu den verbotenen Ruinen. Ach, okay. Dann weiß ich jetzt, was wir machen sollen. Wieder zu dem Typen da in Sental. Und dann ist alles gut. Aber das machen wir nicht. Wir speichern das Spiel. Und haben diesen Part jetzt nochmal in einem Resümee. Das Finale und das Halbfinale gemeistert. Nach dem letzten Niederschlag in der vorherigen Folge. Und sind jetzt wieder, da wir alle Artefakte haben, wieder zurück in unsere alte Zeit und müssen jetzt mal schauen, wie wir weiterkommen hier. Den Widerstand auferleben lassen und Haishin in die Knie zwingen. Das ist der Plan. Mal sehen, wie wir es hinkriegen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Einschalten und fürs Zuschauen von euch und verabschiede mich hiermit. Tschüss! Kinderts.